ich hole sie raus. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme hier bei Want to Play mit dem Heißen von Nerdcore United und mir, dem Sam von Want to Play. Wir spielen Halo. Freunde. Ha. Ja, da bin ich in die Anmoderation also gecrashed. Das war doch Absicht, gib's zu. Das war Absicht, genau. Ja, ich bin der Heißen und begrüße euch auch zu dieser neuen Ausgabe hier Let's Play Halo. Und du darfst noch ausreden. Ich habe ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ich war so gecrashed. Ich glaube, du wolltest auch sagen, dass wir Halo zocken. Ja, ja, genau. Let's Play Halo Combat Evolved Anniversary Edition in der Master Chief Edition. Sehr gut. Und wir haben genau. wir haben schon die Hälfte des Spiels geschafft. Wir sind jetzt in Mission Nummer 6 von 10. Mission Guilty Spark, ne? Guilty Spark ist das. 343 Guilty Spark. Ah, sehr gut. Yo, Legen wir los. Legen wir los. Ich habe hier schon irgendwie hier ein Funksignal gehört. Okay. Kampf wird hier. Und wir sind natürlich wie immer top vorbereitet. Ich habe für euch auch die Schädel und das Terminal rausgesucht. Und das holen wir uns natürlich direkt. Hier liegen so viele Medipacks rum, Alter. Munition, einsammeln, was geht. Und das ist so geil, ich spiele einfach mal wieder auf Beamer. Da will man einfach gar nichts anderes mehr machen. Das war eine schöne Explosion. Ja, zockst du immer jetzt wieder bloß auf Beamer oder wie? Ja, ist mega geil. So geil. Muss ich sagen. Ja. Also wenn ihr Platz zu Hause habt, holt euch eine Leinwand. Holt euch einen Beamer. Oder holt euch eine Leinwand. Genau, ich habe eine Leinwand habe ich nicht. Ich habe nur eine weiße Wand. Geht also auch prima. Sehr geil. Kann man sich einen gewissen Aufwand sparen natürlich auch. Ah, Vorsicht! Ah! Ich hänge am Stein fest. Am Schwein? Du hängst am Schwein fest? Quick! Quick! Ja. So, jetzt bestimmt hier hoch. Hä? Ah, so Leute, und wir sind mir schon relativ nahe am nächsten oder am ersten Schädel. Jo, das stimmt. Ich weiß noch, weißt du auch noch, wo der ist? Ja, irgendwo auf der linken Seite musst du, glaube ich, einen Hang runterrutschen oder so und dann. Ja, genau. Siehst du, der Sam kennt sich aus. Ja klar, ich bin voll der Pro. Ja, komm, bleib stehen. Oh oh, Vorsicht. Hey, das denn, der zieht dir einen Headshot nach anderen ab. Oh, Vorsicht. Was ist das hier? Ja, das ist halt diese geile Pistole, ich kann es nur immer wieder sagen. Ja. Jetzt, sehr gut. Okay. So, dann gucken wir mal nach dem nächsten, nach dem Schädel, ne? Ja. Ich bin dabei. So, und ihr stellt euch hier oben auf den Hang und dann guckt ihr hier runter, da seht ihr den schon von oben. Da unten zwischen den zwei Bäumen und dann könnt ihr hier runterrutschen und ich glaube, ich komme dann von alleine nicht wieder hoch, aber doch, du holst mich doch, sicherlich. Doch. Achso, okay. Bin auch runtergefallen. Okay. So, das ist der Rezensionsschädel. Und da höre ich doch im Hintergrund einen Gamerscore aufploppen. Wo kommt denn der plötzlich her? Aber ich keine Ahnung. Nicht hoch jetzt. Ja, du musst hier dann außen rumlaufen. Ah, okay, alles klar. Das ist schon geil, der Wald hier. Nee, hier geht's nicht hoch. Geht's auch nicht hoch. Ja, in der alten Grafik, da hast du hier diesen N64-Nebel. Ja, Nintendo 64 Nebel, richtig. Ja. Auch nicht. Von ganz hinten wieder hochklettern. Ah, Mensch. Also man könnte auch den Weg laufen am Anfang, aber ich glaube, es ist einfacher zu finden, so wie wir euch das jetzt gezeigt haben gerade. Ach so, guck hier, direkt wieder am Anfang.
Wir laufen noch Funksprüche durch. Genau. Ich häng fest. Ja, der sagt es auch, dass er diesen Notfunkspruch irgendwie immer in Schleife wiederholt. Ah, okay. Ja. Krass, Daniel, ey, du siehst echt nicht viel von der Baumkulisse ringsrum. Die ist, meinst du jetzt in der alten Grafik? Ja. Ja. Obwohl... Das Alien-Schiff hier auch. Ja, da sind sie alle hier also reingekracht. Die hatten höchstwahrscheinlich alle eilig und dachten so, parken, scheißegal. Einfach abgestellt. Könnten wir noch einen Strafzettel anheften. Mhm. Ah. Vielleicht haben sie ein Parkour drin. Oh ne, ich laufe hier die falsche Richtung. Was? So, das Gebüsch. Da nützt uns die Knarre wenig, da bräuchten wir eigentlich mal eine Machete. Hilfe. Bleibt er denn? Ja. Genau. Wo wir nicht überall landen müssen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die das nicht hingekriegt haben. Trotz, also vor diesen Scheinwerfern. Die haben richtig schöne Lichteffekte hier in dieser überarbeiteten Grafik. Mhm. Aber vielleicht geben es die Shader einfach nicht her, dass wenn ich mich da vorstelle, dass dort ein Schatten produziert wird. Ja. Vielleicht, es sind halt trotzdem noch die alten Shader, nehme ich an. Mhm. Keine Ahnung, was das läuft ja jetzt auf DirectX 12, kann das sein? Denkst 11, du die 12? 12? Wahrscheinlich 11, die 11 noch, ha? Ja, aber obwohl, ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob es überhaupt die 12, die das 11. ist ja noch Xbox 360 und ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt über DirectX 9 hinausgeht, ganz ehrlich. So, wir müssen hier runter und später... Ich glaube, beim dritten Fahrstuhl, da ist dann. Das ist dann der erste Fahrstuhl, der nach oben geht. Da findet man dann den Terminal. Der geht erstmal nach unten. Bist du das sicher, der erste, der nach oben geht? Ja, so habe ich es zumindest vorhin nochmal recherchiert. Uiuiui. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. Ja, ich weiß. Das, wo man dann runterspringen muss, ne? Den haben wir mal verpasst. Und da müssen wir nämlich auch gemeinsam runterspringen, weil sonst einer unten und der andere fährt weiter hoch und wird hochgebeamt. Ja. So. Voll in die Alien-Horde reingerannt. Schnell, renn weg! Ui. Mist. Da hat's dich gegen mich durchgedorrt. Also ich frage mich, warum man hier immer diese Alien-Waffe als Zweitwaffe bekommt, wenn man gestorben ist. Das ist voll scheiße, du kriegst nicht mal deine normale Knarre. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich glaube, die Alien-Pistole kriegst du immer. Also ja. In jedem Halo. Ach so? Glaube ich. Ja. I'm not sure. Aha. Da sind sie doch wieder. Huch, nun bin ich runtergefallen. Dash! Nicht wahr. Wer schießt denn da auf mich? Das war zu hoch. Nicht hingehen! Oh, Dash! Alter! Uiuiui! So, wie sieht's aus hier? Da wird es dunkel bei mir im Zimmer, weil der Bildschirm ausgeht. So, der Bildschirm geht aus. Mhm. So wie bei Micha bei seinen Aufnahmen. Bildschirm. Keine Ahnung. Also nicht der Zockbildschirm, sondern. Ach, hier geht's weiter. Oh. Ich habe mich gerade mit meinem Headset verheddert. So, verhetzertert sozusagen. Verhetzertert? Oh. Ja, verhetzertert. Hier geht's raus. Okay. Ne? Hier? Warte, wo bist denn du jetzt? Bist du jetzt schon weiter? Ja. Ich bin hier, ja. Achtung.
Ist das gleich? Ich hab doch was Rotes auf der Karte gesehen. Echt? Dort. Okay. Hast sie alle erwischt. Huch. Das sieht übel aus hier. Das sieht echt heftig aus. Huch, wo Hello. Bin ich denn jetzt? Alte Grafik. Du bist vor mich gepeamt. Ah, das sieht übel aus. Ja. Geschütze. Ah. Sieht aus, als würden die hier einiges bewachen. Also, ja. Also sieht ein bisschen nach Verbarrikadieren aus hier. Alter Schwede. Munition oder was? Keine Ahnung. Holst du denn die? Nö, ich nehme meine Pistole, lass ich noch. Die habe ich Schuss noch. Was habe ich noch? Ja, ich habe noch 60 Schuss, das reicht schon erstmal noch. Okay. Geht's dort hinten weiter? Weil hier ist eine Tür. Grad. Ja, hier ja. Nicht. Also wenn du eine Tür hast, dann so. Okay, ja, hinter über dieser Munitionsding. Voll die. Ah, los, Alter. Voll die Metroid-Türen hier. Musst du aber nicht dagegen schießen, Alter. Damit jetzt. Ja. Was? Oh, da sind ja Leute von uns. Ja, der schaut voll auf mich. Der schießt auch auf mich. Hat sich das Kontrollpunkt abgeschlossen? Ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es den Typ gab, der da auf selbst geschossen hat. Doch, weiß ich schon. Der ist ein bisschen durchgedreht. Schien leicht. Der will lieber sterben als einer von, keine Ahnung, von der Allianz. Von was auch immer zu werden, wir sind stehen vor einem Rätsel, was er meint. Wir natürlich nicht. Wir haben aber keine Ahnung. Absolut nicht. Ja, zwar mal gespielt, aber das ist mir absolut gar nicht im Gedächtnis geblieben, was. Nee. Ist damit auf sich. Keine halt. Ahnung. Keine Ahnung. Fünfmal durchgespielt. Auch, Spiel. Also ich glaube auch die folgenden Halo-Teile hatten damit auch gar nichts weiter zu tun dann. Nein, die waren ja eher so ein bisschen Koop-mäßig mit der Allianz oder so ja, gegen sich selber und. Ja, dann. Wo bist denn du? Weitergegangen? Irgendwo oben. Bist du schon in den Tunnel reingegangen? In den? Ja. Ah. Okay. Jo, gut. Genau. Ich glaube, wir müssen einfach mal hinter. Moment. Das Controlling ich mal. Point. Diese Lichtbrücke, vielleicht hilft die uns mal. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe Munition für Sturmgewehr eingesammelt. Ja. Okay. Oh ja. Jo. Was denn? Ja. Jetzt befinden wir uns am Scheideweg. Hier geht's nicht weiter. Echt? Ja, also. Ja, genau, dort geht's noch rein. Das ist der letzte Raum. Ah, okay. Psst. Hallo? Ein Einbrecher. Oh. Was ist los? Gruselig. Geist, war doch nichts. Das war mein Magen. Na, hallo? Oh. Ein paar Helme. Ich kann froh sein, dass da keine Köpfe mehr drin liegen. Er legt einfach mal so lässig sein Gewehr weg. Lass mal die Erinnerung von Jenkins angucken. Helmaufzeichnung. Private Jenkins. Private Jenkins. Warum müssen wir uns dauernd diesen alten Kram anhören, Sarge? Weil dieser Kram ihre Geschichte ist. Er soll euch Ledernacken daran erinnern, wofür wir den Kopf hinhalten.
Also, wenn die Allianz diesen Teil meiner Geschichte auslöscht, ist mir nur recht. Ja, besser das als uns. Bieten Sie es Ihnen nächstes Mal an, Vicenti. Wir werden Ihnen sicher gern helfen. Es sieht gut aus. Ich bringe uns runter. Los, los, los! Jetzt habe ich meinen Controller in die Hand genommen und wollte losspielen. Dranbleiben, Jenkins! Mendoza, Bewegung! Warten Sie auf den Captain und seinen Trupp und dann rein. Sir! Okay, gehen wir! Die rennen irgendwie. Wir können gar nicht rennen. So richtig, also so sprinten. Ja. Oder wir machen das dauerhaft halt. Genau. Das ist doch irre. Sehen Sie sich das an. Irgendetwas hat ihn aufgerissen und die Innereien zerfetzt. Was ist das? Plasmatreffer? Möglich, keine Ahnung, ein Unfall. Von den eigenen Jungs aus Versehen erschossen. Was gibt's, Sergeant? Sieht wie eine Patrouille aus. Knallharte Eliteeinheit. Alle tot. Reizend. Freunde von Ihnen? Das wüsste ich. Fein. Machen wir diese Tür auf. Ich versuch's, Sir. Sieht so aus, als hätte die Allianz sie ziemlich gut verriegelt. Ausführung. Ja, Sir. Ich hab so ein mieses Gefühl. Sie haben nie ein gutes Gefühl bei etwas. Sergeant, hörte mich! Was geht hier vor, Soldat? Wir haben Sensorkontakte. Jede Menge. Aber die sind nicht von der Allianz. Die machen uns platt. Nein, nein! Corporal, hören Sie mich! Was ist da los? Sehen Sie zu, dass Sie zum zweiten Trupp kommen. Finden Sie raus, was hier los ist. Aber... Keine Widerrede, Soldat. Ich habe einen Befehl erteilt. Hören Sie, Sarge. Was ist das? Wo kommt das her, Mann? Von überall. Es ist... Da! Schaut! Nein! Was ist denn das? Oh, ist das eklig. Sergeant, wir sind umzingelt. Verdammt, Jenkins! Feuern Sie endlich! Es sind zu viele, Sarge! Versuchen Sie das nicht, Mary! Das ist Wahnsinn! Kommen Sie zurück! Das ist ein Befehl! Jenkins! Oh nein! Na, war das Stopp? X. Aufzeichnung beendet. Yeah.